Die Fotoplatte ist eine mit Fotoemulsion beschichtete Platte, aus Metall oder Glas. Ein bekanntes Metallplattenverfahren ist die Daguerreotypie. Glas war das erste Trägermaterial für Fotoemulsionen und frühe Platten benutzten das Nascolodium-Verfahren. Dieses Verfahren hatte einen massiven Nachteil. Die Beschichtung musste unmittelbar vor der Aufnahme erfolgen und die Platte sollte direkt danach entwickelt werden. Wenn die Schicht zu schnell trocknete, verlor sie enorm an Lichtempfindlichkeit und war unbrauchbar. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Fotografen mit mobilen Dunkelkammern oder speziellen Reisewagen umherzogen. Darin waren sie einerseits den heißen Temperaturen des Sommers und andererseits den gefrierenden Temperaturen des Winters ausgesetzt, indem die mitgeführten Flüssigkeiten einfroren. Die Suche nach einem neuen Verfahren in der Fotografie ging daher unvermindert weiter. Richard Maddox entwickelte 1871 das erste wirklich brauchbare Verfahren. Anstatt Collodium wurde Gelatine mit einer lichtempfindlichen Bromsilberlösung verwendet. Dies war eine Schlüsselerfindung, die bis heute zwar enorm verbessert worden ist, ohne jedoch durch ein grundlegend anderes chemisches Verfahren ersetzt zu werden. Trockenplatten ermöglichten es, bei normalen Lichtverhältnissen mit einer 25. Sekunde zu fotografieren, ein großer Fortschritt zur Freihandfotografie. Die Fotoplatten wurden nun kaum noch von den Fotografen selbst beschichtet, sondern es gab Fabriken, welche diese industriell herstellten. Die Erfindung des Zelluloids war ein Meilenstein in der Fotografie, denn sie ermöglichte die Herstellung von fotografischen Filmen. Diese sind leichter und lassen sich wesentlich besser handhaben, zum Beispiel als Rollfilm. Die Bruchgefahr von Fotoplatten ist außerdem nicht zu vernachlässigen. So wurde die Glasplatte Anfang des 20. Jahrhunderts fast vollständig verdrängt. Die ersten flexiblen Filme der späten 1880er Jahre wurden von Kodak für den Amateurgebrauch in Mittelformatkameras verkauft. Der Film blieb bis Anfang des 21. Jahrhunderts die dominierende Form der Fotografie, als die Fortschritte in der digitalen Fotografie immer mehr Menschen dazu hinzogen. Obwohl Digitalkameras weltweit das am häufigsten verwendete Fotowerkzeug sind und die Auswahl an verfügbaren Fotofilmen viel kleiner ist als früher, ist deren Verkauf seit den 2010er Jahren wieder stetig angestiegen. In den letzten 5 Jahren hat sich die Anzahl der Menschen, die Filme nutzen, um 60% erhöht. Dabei sind 30% der aktuellen Nutzer unter 35 Jahre alt. Der jährliche Absatz von Fotofilmen hat sich seit 2009, als er einen Tiefpunkt von ca. 5 Millionen Rollen erreicht hatte, verdoppelt und lag bei ca. 10 Millionen Rollen im Jahr 2019. Die Rückbesinnung auf alternative fotografische Verfahren hat auch das Interesse an der Nassplattenfotografie und Trockenplattenfotografie neu entfacht. Während Nassplatten und die zugehörigen Chemikalien im einschlägigen Handel eigentlich immer erhältlich waren, ging im Dezember 2017 in den USA erstmals wieder eine Firma mit dem Verkauf von Trockenplatten an den Start. Die Kundschaft kann Platten in jeder gewünschten Größe bestellen. Zahlreiche Formate, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebräuchlich waren, sind nun wieder als Lagerartikel verfügbar.